vielleicht letzte Rolle vor der Kamera will der Altmeister Clint Eastwood die eines verbitterten, rassistischen Kriegsveteranen in dem Sozialdrama Gran Torino. Der Streifen, bei dem Eastwood auch Regie führte, ist ganz nach dem Geschmack des mittlerweile 78-Jährigen, der mit seinen Filmen nicht nur ungeschminkte Wahrheiten vermitteln, sondern auch den Zuschauer zum Nachdenken anregen will. I think politically correctness is kind of a boring state we're in right now. Als Filmemacher habe ich nicht den Anspruch, stets politisch korrekt sein zu wollen. Das wäre mir viel zu langweilig. Ich mache lieber polarisierende Filme, die klare Botschaften aussenden. Mein Ziel ist es, dass dies beim Zuschauer ankommt und er sich über die Geschichte des Filmes Gedanken macht. Kino als reines Unterhaltungsprojekt ist nicht unbedingt meine Welt. Und so packt Eastwood auch in Gran Torino Themen auf, die anderen Filmemachern als Tabuzonen gelten würden. Rassismus, Wirtschaftskrise oder Bandengewalt. Der Film erzählt die Geschichte von Walt Kowalski, einem Rentner aus dem wirtschaftlich angeschlagenen US-Staat Michigan. Walt hat so seine Probleme mit der sich ständig verändernden Welt um ihn herum. He also feels kind of obsolete because he's worked. Walt Kowalski fühlt sich nach einem langen Arbeitsleben als Fabrikarbeiter in einem Automobilwerk bei Detroit mittlerweile irgendwie überflüssig. Seine Frau ist jüngst gestorben, die Nachbarschaft wird von Immigranten besiedelt, Jugendbanden treiben ihr Unwesen und mit den eigenen Söhnen verbindet ihn emotional auch nicht mehr viel. Walt Kowalskis Alltag besteht daher meist aus Dosenbierkonsum auf der Veranda und Hassattacken gegen die ungeliebten neuen Nachbarn. The neighbors that he thinks at first look are just a bunch of crazy people. Walt hält seine ausländischen Nachbarn anfangs schlicht für verrückt. Doch je mehr er über deren Leben erfährt, desto toleranter wird er. Letztlich merkt Walt, dass er mit ihnen mehr gemeinsam hat als mit seiner eigenen Verwandtschaft. Die Botschaft des Films ist, dass man niemals zu alt ist, um zu lernen. Dass Gran Torino ausgerechnet in Detroit spielt, wo die amerikanische Autoindustrie derzeit ums Überleben kämpft, ist durchaus kein Zufall. Der Film hält der Gesellschaft in gewisser Weise einen Spiegel vor das Gesicht. Er will sagen, seht her, das ist die bittere Realität, in der wir leben. Wir können und dürfen uns dem nicht verschließen. Als ehemaliger Bürgermeister des kalifornischen Städtchens Carmel hat Eastwood dann auch so seine eigene politische Ansicht zum Thema Wirtschaftskrise. Wir haben schlicht mehr ausgegeben, als wir auf dem Konto hatten. Das ist doch letztlich das Ergebnis von Gier und Rücksichtslosigkeit. Jetzt versuchen wir das Problem zu lösen, indem wir wieder mehr ausgeben, als wir haben. Ich bin wirklich skeptisch, ob das funktioniert. Die Tage als Lokalpolitiker hat Eastwood längst hinter sich gelassen. Er konzentriert sich auch in Zukunft viel lieber auf die Filmerei. Ruhestand ist für ihn ein Fremdwort. Sein nächstes Projekt? Ein Film über das politische Wirken Nelson Mandelas. Aber meint er es wirklich ernst mit der Ankündigung, nicht mehr vor der Kamera agieren zu wollen? I say that every time I do a film. It's my last acting job. I said that after Million Dollar Baby. Wer weiß, ich sage das jedes Mal, wenn ich einen Film mache. Ich habe auch schon nach Million Dollar Baby geglaubt, dass dies meine letzte Filmrolle sein würde. Wenn sich etwas Tolles anbietet, was meinem Alter entspricht, dann trete ich vielleicht doch nochmal an. Ansonsten bin ich aber auch hinter der Kamera sehr glücklich.